Oh, unsere Jungs haben gewonnen. Oder unsere Mädels, um genauer zu sein. Und ganz schön viele von euch. Okay. Bewachen sie wenigstens den Ausgang. Umso besser. Genau, wir wollten hier oben weitermachen. So. Wo geht's hier oben weiter? Es geht hier weiter. Es geht da hinten weiter. Und da unten geht es auch noch irgendwo weiter. Es sind viel zu viele Gänge. Ach ja, Heldentum ist echt praktisch. Gerade für diese etwas schwächeren Gegner. Au. Ist hier diese magische Brücke? Ich glaube irgendwie nicht. Warte mal. Auf jeden Fall. Also da hinten ist eine Truhe. Das heißt, wenn, müsste die Brücke von hier nach da drüben sein. Okay. Nein. Mag keine Brücke. Wow. So. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Oh, hier könnte eine Brücke sein. Jo. Das ist doch mal schick. Also bei diesem Knubbel da ist eine Brücke. Und die Trocknodüten greifen die Weiber an. Und die Trocknodüten gewinnen? Sehr komisch. Und ich habe schon längst die Orientierung verloren, wo wir genau sind. Das da ist nicht der Eingang. Oh, eine Ader. Autsch. Heilung. So, noch mehr Trocknodüten, die Weibern verprügeln. Halten wir ein bisschen wild rein. Auch gleich tot. Nee, nee, nicht wegfliegen. Mist. Das sieht wichtig aus hier mit dem Podest. Aber hier ist nichts. Geht's da weiter? Nee. Also recht viele, recht komische Sackgassen hier. Oh, nicht runter. Auf jeden Fall war noch tief. Okay. Hätten sie schon zigmal das Genick brechen können. Da ist die Weiber, die wir verloren haben. Oh, und da ist noch eine neue Weiber. Die Luna Nera K.O. geschlagen hat. Da. Heilung. Du bist nun eine normale Weiber. Stipp. Wenn das hier eine normale Weiber war, was war gerade eben das da? Eine gehörnte Weiber. Ist das die zweite oder die dritte Stufe von Weiber? Oh, warte mal, wir haben grün. Das wird doch ausgenutzt. Wenn wir uns schon ausruhen können, dann wird das auch genommen. Nimm, 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 du. Das da. Du. Kein Wasserwandel, nein. Du. Schild haben wir schon. Auge haben wir noch nicht. So. Und jetzt versuchen wir irgendwo weiterzukommen. Am besten wäre es, wenn wir wirklich den Eingang finden könnten. Damit wir Schritt für Schritt die Bereiche leer bekommen und nicht so chaotisch rumlaufen, rumspringen, dass wir nicht wieder zurückfinden. Warte mal, das hier sieht aus wie... Genau, jetzt sind wir wieder unten. Also wir sind von ganz oben nach ganz unten gefallen. Vielleicht sollten wir einfach mal unten alles machen und dann erst nach oben gehen. So, hier ist das Auffangbecken von dem großen Podest oben. Und hier geht es anscheinend auch nirgendwo anders weiter. Okay, also das Gebiet hier können wir abhaken, geistig. Das heißt, wir gehen wieder hoch. Dann ist hier der Weg zurück zum Eingang. Also da. Das heißt, hier müssen wir nicht mehr lang gehen. Hier müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr lang gehen, weil das nur das Auffangbecken ist für dieses Sprungrätsel da oben. Gut, zurück hierhin. Also, das Gebiet müssen wir nicht mehr. Da unten müssen wir auch nicht mehr hin. Das heißt, nur hier lang geht es erstmal weiter. Was haben wir hier? Das ist ein Auffanggebiet für
die eine Brücke. Müssen wir also auch nicht mehr weiter. So. Was haben wir da hinten? Troglodyten. Die wieder eine Weile angreifen. Also die Konstrukteure von diesem Dungeon waren nicht so helle. Wenn die sich hier gegenseitig alle an die Gurgel gehen. Aber wahrscheinlich wollten sie nur den Auftrag abschließen, ihr Gold einsacken und dann waren sie weg. So hörten jedenfalls die Leute im Brief sich an. So, was haben wir denn? Erstmal hätten wir gerne Bewahrung. Hätten wir gerne dich und dich und... Können wir das wirklich brauchen? Dich meinetwegen auch noch. Bewahrung auf dich. Können wir das wirklich brauchen? Monsterkunde 2. Monsterkunde, wie gesagt, halte ich nicht so viel von. Oh. Autsch. Mein Fehler. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Giftnebel? Ding? Nee, brauchen wir nicht. Du Heilung dich. Du Heilung sie. Und nächste Kiste. Oh. Mein Fehler. Was ist das für Mauerloot? 250. Brauchen wir wirklich noch so ein Al- Können wir das wirklich brauchen? Ja, also die Ecke ist doch wirklich für uns gemacht, quasi. Also genau die richtige Stufe. Es wäre auch sonst ein bisschen fies gewesen, wenn wir innerhalb von 28 Tagen etwas machen müssten, was wir nicht wirklich schaffen können, von unserer Stufe her. Wir hätten vielleicht da hinten schlafen sollen. Hier irgendwo war es ruhig. War es ruhig. Genau. Fackel. Und ihr merkt schon, das mit dem Zaubern jedes Mal nach dem Aufstehen wird langsam etwas mehr. Und das wird auch immer, immer mehr werden, bis zu einem Punkt, wo wir dann alle Zauber auf einmal sprechen können, mit zwei Zaubern. Aber das dauert leider noch ein bisschen. So, wir waren dabei, alles nacheinander abzuhaken. Also, da waren wir. Das war ein Auffangbecken, richtig? Ja. Okay, wir gehen jetzt zurück zu der Treppe, die nach oben führt. Und können jetzt sagen, alles hier unten sind wir einmal abgegangen. Das heißt, es fehlt noch die Tür da hinten, wo wir theoretisch einfach hinspringen könnten. Und das Gebiet hier oben. Ist da ein Schalter? Nee, okay. Also hier oben. Und hier oben machen wir genau das gleiche. Wir gehen jetzt nach und nach jeden Gang einmal durch. Gucken, ob der in der Sackgasse endet. Ja, hier ist natürlich gleich eine Abzweigung. Du stirb gefälligst. Komm schon. Alles klar. Also. Nee, hier will ich noch nicht hin. Ich will erstmal zu dem anderen Einlanggang hier. Ach stimmt. Hier hatte ich die eine Brücke vermutet. Also da ist eine Truhe. Aber ich denke, die Truhe können wir nur öffnen, wenn wir Telekinese haben. Also Erdmagie Meister, also Großdruide. Alles, was wir noch nicht sein können. Und du solltest mal das reparieren lassen. Good as new. Sehr gut. Ja, Meister kann sie jetzt mit dem nächsten Grad werden. Schade, schade. Also gut, da geht's nicht weiter. Das heißt, wir haben jetzt noch da und da. Gehen wir erstmal runter. Noch mehr ausweichende Elfen. Kaputt. Wir sollten jetzt echt vorsichtig sein, dass wir nicht unbedingt in das Schloss eindringen. Weil es soll wohl eine Verbindung zum Schloss geben. Das heißt aber nicht, dass wir sie nehmen müssen. Wenn man dem Brief trauen darf, wird der Gefangene hier in dem Gefängnisbereich aufgehalten werden und nicht im eigentlichen Schloss. Weil wenn wir im Schloss eindringen und da Leute angreifen, dann haben wir uns das garantiert mit allen Elfen verscherzt. So könnten wir noch einigermaßen davon wegkommen. Da oben ist irgendwo ein Elf. Können wir da hochspringen? Nein. Sind wir noch nicht hoch genug in Luftmagie. Schade. Na gut. Bleibt jetzt hier auf der oberen Etage noch ein Weg. Und zwar der hier, richtig? Jo. Und das sieht garstig aus. So. So. Und schnell durch hier. Au. Noch
noch ein Raum, der wichtig aussieht, aber eventuell gar nicht wichtig ist. Und noch mehr Erz. Hops. Kann man daraus trinken? Nein. Kann man da reinspringen? Ja. Aber hier ist nichts. Okay, wir sind in einen Elfen-Altarraum eingedrungen und sind einmal ins Wasser gesprungen. Und laufen weg. Das ist... Oh. Du... Siehst aus, als könntest du in den Thronsaal führen. Ich will aber gar nicht in den Thronsaal. Also in das Schloss. Merken wir dafür später. Wenn wir in das Schloss eindringen wollen, falls wir irgendwann mal die Elfen angreifen wollen, also direkt angreifen und nicht nur einen Spion befreien, dann müssen wir hier den oberen Gang nehmen und hier gerade durchgehen bei diesen bewegenden Steinen. Aber wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht. Jetzt wollen wir zurück zum Eingang und da den Weg nehmen, wo man von einer Säule zur nächsten springen muss. Das wird dann Lunera erledigen. Oder wir kürzen einfach ab und springen von hier. Das klingt doch gut. Jo, sehr schön. Hier sind wir schon mal... Oh, hier waren wir eh schon mal. Als wir versucht haben, die eine Truhe zu bekommen, sind wir hier raufgefallen. Das heißt, wir hätten diesen theatralischen Sprung da gar nicht machen müssen. War trotzdem toll. So, hier war die Brücke, die keine Brücke ist. Genau. Irgendwelche Abzweigungen? Da geht's hoch. Okay, Entscheidungsmöglichkeit, hoch oder runter. Gehen wir erstmal runter. Merken uns aber, dass es da hinten noch hochgehen könnte. Das sah wichtig aus, aber da war nichts. Richtig. Wobei es echt so aussieht, als wenn es hier wichtig wäre. Vor allem unser magisches Auge zeigt uns auch Nischen an. Da. Aber da ist nichts. Nee, hier ist nichts. Unter uns könnte was sein, aber da waren wir ja auch schon mal. So wäre runtergepurzelt, der einen. Genau. Der einen Valve hinterher. Also es müsste noch eine Etage tiefer oder höher sein. Was ich nicht so wirklich glaube. Sei es drum. Wir müssen jetzt wieder zurück zum Eingang. Das müsste ja hier gleich sein. Genau hier. Dann wieder hoch und rüber springen. Und dann den anderen Gang wählen. Dann müssten wir auch schon... Au. Wir haben gar keinen Federfall an. Warum kriegen wir gar keinen Schaden? Das ist komisch. Trotzdem zauber das bitte mal. Nur für den Fall, dass es irgendwann mal doch zählt und uns dann das Genick bricht. Das wäre ja nicht so schön. So. Du. Hops. Du. Hops. So. Also wieder die Brücke, auf die wir schon mal gesprungen sind. Von oben. Über die unsichtbare Brücke. Und jetzt nicht da lang gehen, weil da ist die Sackgasse, wo wir eben waren, sondern hier hoch. Das ist jetzt so ziemlich der einzige Bereich in diesem Dungeon, wo wir noch nicht waren. Der einzige andere Bereich, der noch weiter führt, ist der in das Schloss, was wir nicht wollen. Das heißt, hier müsste irgendwo der Gefangene sein. Und ein Plattenpanzer. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Zauberstab des Feuers. Schwacher Heiltrank. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und Alchemie plus 2. Oh, ein sehr auffälliger Schalter. Was hast du jetzt gemacht? Oh, vielleicht in dem Raum, wo diese Nischen waren. Wäre da jetzt was aufgegangen? Weil der war wirklich ziemlich auffällig. Der Raum an sich. Und der Raum war da lang. Hier ist nichts, ne. Genau, und da sieht man jetzt auch die Nischen, die aufgegangen sind. Zu einer Art Paternoster. Das sieht sehr komisch aus.
Wow. Okay. Wow, wow, wow. Ich sehe rote Punkte. Welchen Gang haben wir jetzt genommen gehabt? Ich gehe mal zurück. Okay. Rechts, links, Mitte. Wir gehen erstmal in die Mitte. Wir merken uns, wir gehen jetzt in die Mitte. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Okay, also der Mitte, der mittlere Teleporter, ist einfach nur ein Teleporter, der uns woanders in den Dungeon zurückschmeißt, um Zeit zu schinden. Also können wir die Mitte ignorieren. Ich glaube, ich bin vorher in den rechten reingetapst. Das heißt, wir probieren jetzt als nächstes mal den linken. Und wenn da auch nicht ist, dann doch wieder den rechten, weil ich vielleicht doch noch nicht drin war. Wo bin ich überhaupt? Hier geht's runter, das sieht nicht gut aus. Genau, wir müssen eine Etage höher hin. Hier. So. Da will ich nicht springen. Hier will ich springen. Komm schon. So, erstmal landen, dann zaubern. Ach ja. Vielleicht sollte ich einfach echt regulär dahin laufen. Wie weit kann ich springen? Das wird doch nichts, oder? Doch, wird was. Okay. Das sieht mir irgendwie ein bisschen sicherer aus als... als von oben mit dem Sprungzauber zu springen. So, hops. Und hops. Und hops. Und hops. Sehr schön. Über die unsichtbare Brücke. Dadurch zu den Teleportern. Wir wollten in den linken Teleporter rein. Also den da. Wir bräuchten mal wieder Fackellicht. Ist viel zu dunkel hier. So. Linker Teleporter. Bringt uns zu dem Altarraum, wo wir nicht hinwollen, wo es zum Schloss geht. Also wo wir annehmen, dass es zum Schloss geht. Das heißt, bleibt noch der rechte Teleport. Was zur Hölle war das? Ach, ich glaube, wir wurden von so einem Stein erwischt. Die Steine sind mit einem Teleporter-Zauber verzaubert. Das ist auch interessant. Aber okay. Also, wieder über die Säulen rüberspringen. Und diesmal... da wollen wir nicht hin. Und diesmal den rechten Teleporter. Da bin ich ja ganz, ganz am Anfang reingestolpert. Also ganz, ganz am Anfang. Als allererstes von den Teleportern sind wir da reingestolpert. Und da hatten wir unten die Troglodyten kämpfen sehen. Und da müssen wir jetzt hin. Ich laufe in die richtige Richtung, okay. Geben wir dem hier nochmal eine Chance. Geben wir dem hier nochmal eine Chance. Ja, nee. Das ist viel zu feinfühlig. So. Und unsere Truppe ist nicht so sonderlich feinfühlig. Wir brauchen echt den Flugzauber. Nur leider funktioniert der nicht drin in einem Kerker, zum Beispiel wie diesem hier. Sondern nur draußen. Komm schon. Atme durch. Im Notfall machen wir von jedem Ding hier einen Sprungzauber. So. So. Okay. Wir sind solche Helden. Oh Mann. Okay. Wieder über die unsichtbare Brücke. Wieder da hinten. Schlafen? Nee, komm. Mana ist einigermaßen okay. Und da waren echt nur Troglodyten. Die kriegen wir auch so fertig. Das heißt, wir wollen in den rechten rein. Stellen wir uns vor. Jetzt wird aber erstmal abgespeichert und wir sehen uns gleich wieder.